Für den abgebildeten Träger wollen wir einmal die Lagerreaktion in A und C berechnen, beziehungsweise die Gelenkkräfte in B. Und damit wir das machen können, müssen wir den erstmal einteilen in zwei Bereiche. Und zwar haben wir hier vorne von der festen Einspannung bis zum Gelenk den Bereich 1. Und vom Gelenk bis zum Loslager ist der Bereich 2. Die beiden Bereiche habe ich hier unten schon einmal vorbereitet, sodass wir die Lagerreaktion antragen können. Wir legen die Koordinatenrichtung fest. X, Y und linksdrehende Momente positiv. Und tragen dann die Lagerreaktion an. In A ist das FAY. FAX und MA. Und in B haben wir, und das kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich das jetzt positiv oder negativ antrage. Ich habe mich hier für negativ entschieden. Dann haben wir hier FBY. Und mal gucken, was hier so in X passiert. FBX. Das machen wir jetzt für den Bereich 2 auch. Nur da tragen wir die Kräfte im Gelenk entgegengesetzt an. Das heißt, wir haben dann hier FBY, hier FBX und in C haben wir nur eine Vertikalkraft. FC. Man kann das übrigens auf der Webseite auf Pictures die Übung 16 auch nochmal nachlesen. Dort habe ich allerdings die Horizontalkomponente der Gelenkkraft weggelassen, weil offenbar oder weil offensichtlich war, dass die 0 ist. Hier machen wir das der Vollständigkeit halber, aber trotzdem mal mit. Und ich schreibe nochmal hin, das ist der Bereich 1. Und das ist der Bereich 2. Und wenn wir jetzt für 1 die Kräfte- und Momentengleichgewichte aufstellen, Summe aller Kräfte in x-Richtung ist 0, ist gleich FAX minus FBX. Dann haben wir Summe der Kräfte in Y ist gleich 0, ist gleich FAY minus FBY. Und Summe aller Momente um A ist gleich MA. Und dann rechtsdrehend negativ minus FBY mal A. Dann gehen wir in den zweiten Bereich. Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, ist gleich FBX. So, und daran kann man jetzt im Prinzip direkt ablesen, FBX ist 0 und wenn FBX 0 ist, dann ist FAX auch 0. Das heißt also, FBX ist gleich 0, FAX ist gleich 0. Summe FY ist gleich 0, ist gleich FBY minus F plus FC. Und die Summe der Momente um Punkt B ist gleich 0, ist gleich, was haben wir da, F mal A rechtsdrehend, also minus FA plus FC
mal 2a. So, das heißt, das können wir direkt umstellen nach fc. Dann haben wir hier f mal a ist gleich fc mal 2a, beziehungsweise fc ist gleich f mal a durch 2 mal a. Das a kürzt sich raus und das heißt also fc ist f halbe. Schreiben wir hier oben mit hin. fc ist gleich f halbe. So, und dann können wir damit jetzt die weiteren Kräfte ausrechnen, zum Beispiel fby. Hier oben haben wir ja gesagt, null ist gleich fby minus f. So, und jetzt kommt f halbe eingesetzt plus f halbe. Das heißt, fby ist gleich f minus f halbe, also ist das auch f halbe. fby ist gleich f halbe. So, was fehlt uns jetzt? Jetzt fehlt uns noch fay und ma. Hier an dieser Stelle ist jetzt die entscheidende Gleichung fay minus fby ist 0. Das heißt also fay ist gleich fby. Das heißt fay ist gleich f halbe. Und dann fehlt uns jetzt nur noch das Moment ma. Ich habe hier übrigens bei dieser Summe der Momente nicht hingeschrieben, dass das 0 ist. Das gehört natürlich mit dazu. Das heißt, MA ist gleich FBY mal A. So, und FBY ist F halbe, ist gleich F mal A durch 2. Schreiben wir da oben mit hin. MA ist gleich F mal A durch 2. Damit haben wir alle Lagerreaktionen und die Gelenkkräfte bestimmt und die Aufgabe ist gelöst.